Yo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen Jujutsu Kaisen Video. Wir sind am Start natürlich wieder am Donnerstagabend, ein letztes Mal in diesem Jahr und auch ein letztes Mal für diese gesamte Staffel hier. Wir sind nämlich beim Finale angekommen. Heute machen wir ein Fazit, heute reden wir auch über die Ankündigung, die wir bekommen haben. Das ist aber nur eine ganz kleine und die Spekulationen darüber. Also, ein letztes Mal noch, wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den Baba-mäßigen Support und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Jujutsu Kaisen verpassen wollt. Und damit gehen wir rein in die letzte Anime-Review für diese zweite Season hier, für den Shibuya-Arc. Beim letzten Mal ist Yayuki reingekommen und hat sich Geto bzw. Kenjaku wiedergestellt und die beiden Pläne für die Zukunft der nächsten Generation des Jujutsu clashen gegeneinander. Das heißt, Kenjaku offenbart seinen Plan und zeigt jetzt hier, dass er das Jujutsu, die Curse Techniques erweitern möchte, dass er Leuten jetzt mehrere Curse Techniques gibt und offenbart auch, dass beispielsweise die Schwester von Megumi wieder erwachen kann und kündigt sozusagen den nächsten Arc an. Damit halt eben das Culling Game, wo sich Leute gegenseitig bekriegen können und so ein bisschen die Atmosphäre der damaligen Heian-Ära wieder hochleben kann, hochkommen kann, so mäßig. Wer hier also jetzt erwartet hat, dass wir einen absoluten Showdown an Fight bekommen, der wird natürlich ein bisschen enttäuscht. Natürlich haut Kenjaku hier mit dem Prison Ram ab. Yuji schreit dann nochmal hinterher und dann gibt es einen Cut. Wir skippen dann so ein bisschen durch. Der Anime hat hier wieder ein paar extra Szenen mit eingebracht, um einfach ein bisschen das Ganze plausibler zu erklären, was jetzt das Vorgehen oder die Konsequenzen von dem Shibuya Incident sind oder was Kenjaku eben mit Tokio, mit Japan gemacht hat. Denn jetzt sind die ganzen Fluggeister hier am Start und die Leute müssen alle evakuiert werden und werden alle weggetötet bis zum geht nicht mehr. Das läuft natürlich in den Nachrichten und wir sehen die einzelnen Sichtweisen sozusagen. Wir bekommen auf jeden Fall mehr Perspektiven über die ganzen Konsequenzen zu sehen. Als nächstes sprechen wir natürlich über unseren alten Main-Character von Jujutsu Kaisen, denn Yuji war nicht immer der Main-Character dieser Serie. Ursprünglich war es nämlich ein anderer gewesen und wir kennen ihn natürlich alle. Es ist Yuta Okkotsu. Yuta ist hier wieder am Start und er soll Yuji hinrichten, er soll ihn töten. Es gehen nämlich nun einige neue Regelungen hervor aus dem ganzen Shibuya-Incident. Die Jujutsu-Vereinigung hat einiges festgelegt. Unter anderem wird Geto wieder zum Tode verurteilt, weil herausgekommen ist, dass er das Ganze irgendwie überlebt haben muss. Wobei die natürlich nicht wissen, dass es Kenjaku ist. Dann wird Gojo ebenfalls etwas in die Schuhe geschoben. Wenn man ihn aus dem Prison Ram befreien sollte, dann ist das ein verbrecherischer Akt sozusagen. Direktor Yaga wird ebenfalls zum Tode verurteilt, weil er dafür gesorgt hat, dass das Ganze zustande gekommen ist, indem er Geto und Gojo unterstützte. Und Yuji wird natürlich ebenfalls zum Tode verurteilt. Das war ja auch am Anfang von JJK schon der Plan, wurde aber ein bisschen nach hinten verzögert so mäßig. Und Yuta ist jetzt der Executioner für ihn. Und ihm wird jetzt der Auftrag gegeben, Yuji zu töten, weil er auch ein bisschen pissig ist dafür, dass Inomaki seinen Arm verloren hat. Und es ist scheißegal, ob Sukuna in Yuji drin ist oder nicht. Das, was Kusakabe auch schon mal meinte vor einigen Episoden zu Panda, dass ihm das eigentlich völlig egal ist. Yuji soll sterben und das ist die Regelung. Inhaltlich endet das Ganze hier ziemlich offen. Wir skippen auch so ein bisschen durch die Chapter. Ich habe mir nochmal die Manga-Kapitel angesehen und da ist natürlich nicht alles 1:1 adaptiert. Also die haben ein bisschen geskippt, ein paar Gespräche und auch der ein oder andere Charakter ist hier jetzt noch nicht vorgekommen, wie er eigentlich vorkommen sollte. Aber ich denke, im Anime passt das ganz gut und hält man sich dann bereit oder warm für die nächste Season oder für den weiteren Verlauf, für die Fortsetzung dann dementsprechend in Anime-Form. Das Ganze endet hier mit Yuji auf der Brücke, wie er gegen Fluggeister fightet und das war's. Also damit haben wir das Ende vom Shibuya-Arc, damit haben wir die Konsequenzen, den weiteren Verlauf. Ich würde euch definitiv empfehlen, den Manga zu lesen. Das sind knapp 100 Chapter, die ihr lesen müsst bis zum aktuellsten Stand. Der Manga wird im kommenden
kommenden Jahr, also 2024, sein Ende finden. Das wurde jetzt schon mehrfach angekündigt. Kann man also davon ausgehen, so viel kommt nicht mehr. Wenn ihr die absolute Greatness im Ende noch erfahren wollt, dann würde ich euch definitiv empfehlen, jetzt auf Manga-Stand zu lesen. Wenn ihr die Frage habt, bei welchem Chapter ihr anfangen müsst, dann würde ich sagen, so Chapter 137 bis 139, da ist auf jeden Fall das Ende von Shibuya und ab dort würde ich anfangen, weil da das ein oder andere auch ausgelassen wurde hier jetzt in der finalen Episode und da habt ihr den besten Übergang. Also so Chapter 137 bis 139, dort würde ich ansetzen, um dann eben Manga aktuell zu werden. Dann nutze ich natürlich hier den Zeitpunkt und mache ein Fazit zu dieser gesamten Season. Meine Tonlage in den letzten Episoden war ja relativ immer gleich. Ich war immer ein bisschen skeptisch in Bezug auf Studio MAPPA, aber insgesamt war ich sehr zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Gerade unter diesen Konditionen, unter diesen Voraussetzungen kann man da nicht meckern. Das Ganze sah hervorragend aus und die Leute haben sich gefühlt tot gearbeitet, ja, nicht nur gefühlt, wirklich so fast schon. Dementsprechend feiere ich auch diese Season hier sehr. Shibuya Arc wurde auf jeden Fall bestens getroffen. Ich hatte mir am Anfang der Season immer mal so ein bisschen Sorgen gemacht, dass der Impact vielleicht nicht so rüberkommt wie im Manga, aber da hat man hier auf jeden Fall die Stellen gut getroffen. Also das war auf jeden Fall on point und das war Baba-mäßig. Also ich bin sehr zufrieden mit der Anime-Adaption vom Shibuya Arc. Ich finde nicht, dass sie perfekt ist, aber sie ist perfekt unter den Umständen, die wir bekommen haben. Also sicherlich hätte die auch besser aussehen können, aber sie sieht so hervorragend aus unter den Konditionen, die eben bekannt gemacht wurden in den letzten Monaten. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall zu Recht an der Spitze vielleicht von diesem Jahr oder vielleicht auch sogar ein Titel für den Anime des Jahres, wenn man so möchte. Und als letztes kommen wir natürlich auf die Ankündigung zu sprechen. Wir haben nämlich am Ende dieser letzten Episode eine Ankündigung bekommen, einen Teaser bekommen für den Culling Game Arc. Allerdings ohne Datum, ohne irgendwelche Informationen, wann das kommen wird. Es wurde nur gesagt, es ist in Produktion und auch hier wurden nur Manga-Panels gezeigt. Ich tippe darauf, dass das Ganze ja nicht mal angefangen hat, auch wenn sie es so sagen. Ich denke, unter den ganzen bekannten Problemen von Studio MAPPA wird man sich jetzt erstmal ein bisschen sicherer öffentlich stellen. Also quasi auch ohne Datum öffentlich bekannt geben, ja, ja, es kommt eine Fortsetzung, aber ihr könnt mal schön drauf warten, so mäßig. Also ich denke, dass sie sich etwas in Sicherheit wiegen wollen, damit sie nicht am Ende einen Backlash bekommen oder so etwas. Ich habe also den Eindruck, dass wir nächstes Jahr auf gar keinen Fall mit einer nächsten Season rechnen können. Also rechnet mal mit 2025 damit, das halte ich schon für wahrscheinlicher. Ich denke, nächstes Jahr, also 2024, ist dann eher der Manga die Priorität, weil es dort dann auch endet und dann nutzt man vielleicht den ganzen Hype um den Manga für diese nächste Season. Unter dieser Voraussetzung sage ich auch nochmal, für den Fall, dass wir nächstes Jahr keine Fortsetzung bekommen von JJK und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das erst 2025 kommen wird, würde ich euch raten, den Manga zu lesen. Außer ihr habt natürlich kein Problem damit, fast 2 Jahre oder 1,5 Jahre auf eine Fortsetzung zu warten. Ich würde euch also empfehlen, ab Chapter 137 bis 139 einzusteigen, aktuell zu werden, denn wir werden natürlich auch über die nächsten Manga-Kapitel sprechen. Also wie ich das natürlich die letzten Wochen auch schon gemacht habe, da habe ich ja auch immer über das ein oder andere Chapter gesprochen. Also das fand sowieso auf meinem Kanal statt und das wird natürlich auch Richtung Ende weitergehen hier. Das ist also der Abschluss der zweiten Season. Ich bin damit durch. Für heute lasst mir gerne all eure Gedanken zum Shibuya Arc, zu JJK unten in den Kommentaren da und wir sehen uns bei den Manga-Besprechungen wieder, im neuen Jahr natürlich auch wieder. Ich mache natürlich weiter, das sollte keine Frage sein und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich wünsche euch was, haut rein und ciao!